Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis. feedback@heute.at. Bei einem Arbeitsunfall in Trabach, Bezirk Leoben, ist am Dienstag ein Quäfahrer schwer verletzt worden. Der 61-Jährige war beim Entladen von der Ladefläche gefallen. Der Mann wurde mit der Rettung ins Spital gebracht. Bild heute.at. Symbolbild. Ein Aussie, der 61-Jährige aus Deutschland, war gegen 8.15 Uhr auf einem Firmengelände in Trabach mit dem Entladen seines LKWs beschäftigt. Dabei zog der Mann rückwärtsgehend eine Kiste aus dem Anhänger des Ladezuges. Am Ende der Ladefläche verlor der Lenker dann das Gleichgewicht. Auf Asphalt aufgeschlagen. Laut Polizei stürzte der Mann rücklings auf den Asphalt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der 61-Jährige wurde noch am Unfallort erst versorgt. Punkt. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst in das UKH Kallwang eingeliefert. 14.988164. Größer als. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at. Das könnte Sie auch interessieren. Jetzt kommentieren, Kommentar lesen. WIL. Hier können Sie einen Kommentar zum Thema veröffentlichen.